Praktika sind im BWL-Studium extrem wichtig. Doch viele BWL-Studierende, die noch keine relevanten Praktika gemacht haben, wissen gar nicht genau, wie solche Praktika überhaupt ablaufen, warum sie so wichtig sind, was man dort verdienen kann und wie man die bestmöglichen Praktika bekommt. Und genau darum geht es im heutigen Video. Und zwar werden wir uns heute einfach mal die Basics über Praktika im BWL-Studium anschauen, die du auf jeden Fall mal wissen solltest. Und wir beginnen mit der Fragestellung, warum es denn wichtig ist, dass du im BWL-Studium Praktika machst. Und das erkläre ich immer gerne an dieser Tafel. Dazu habe ich auch schon mal ein ausführlicheres Video gemacht. Das verlinke ich dir irgendwo hier oben. Und zwar ist ein wichtiges Konzept, das du verstehen musst, dass Praktika im BWL-Studium aufgebaut sind wie so eine Pyramide. Du hast hier oben sehr selektive Praktika von den Top-Arbeitgebern der jeweiligen Industrie, beispielsweise von den führenden Investmentbanken, von den Top-Strategieberatungen wie McKinsey, von großen Private-Equity-Gesellschaften, von großen Konzernen, von schnell wachsenden Startups, die die besten aller Studierenden bei sich als Praktikanten einstellen wollen. Und jetzt ist es so, du kannst nicht als Erstsemester hingehen und sagen, ich möchte direkt hier bei Goldman Sachs mein erstes Praktikum machen, sondern du musst dich Step für Step in dieser Pyramide hocharbeiten. Und genau deshalb sind Praktika im BWL-Studium so wichtig und dass man versteht, wie wichtig sie sind, ne? Dass man versteht, Praktika sind wichtiger als Noten beispielsweise. Denn wenn du zu spät anfängst, diese Wichtigkeit zu verstehen, wenn du zu spät anfängst, hier diese Praktika zu machen, kann es sein, dass du am Ende bist vom Studium, noch nie ein Praktikum gemacht hast, dann ist halt dein erstes Praktikum irgendwo hier und dann bist du eben noch meilenweit entfernt, hier oben mal ein Praktikum zu machen. Das musst du wirklich verstehen, denn ne, die Konkurrenz bei uns BWL-Studierenden ist riesengroß. Es gibt allein in Deutschland, glaube ich, über 230.000 BWL-Studierende und es gibt eine Handvoll Unternehmen, die allerbesten Karrieremöglichkeiten bieten, die allerbesten Gehaltsmöglichkeiten und auch die interessantesten Arbeitsinhalte und da möchten dementsprechend viele rein. Das heißt, die Konkurrenz ist sehr groß und du musst versuchen, dich durch Vorpraktika so gut wie möglich von der Konkurrenz abzusetzen. Und ich würde sagen, als nächstes gucken wir uns mal an, wie man es überhaupt anstellt, so ein Praktikum zu bekommen. Die Praktika bekommt man durch die Optimierung von verschiedenen Faktoren. Als allererstes musst du dir mal überlegen, wo du nach deinem BWL-Studium überhaupt einsteigen möchtest. Denn mal angenommen, du willst nach dem Studium ins Investmentbanking, dann würde es nur begrenzt Sinn machen, wenn du jetzt ein Praktikum machst bei einer Personalberatung im HR beispielsweise, ne? Weil du da nicht die Erfahrungen lernst, die du fürs Investmentbanking brauchst und dann ist das kein Praktikum, was dir jetzt in unserer Pyramide von gerade eben einen wirklichen Vorteil bringen wird. Das heißt, das ist Punkt Nummer 1. Sobald du dann grob weißt, wo du nach deinem Studium hin möchtest, kannst du dann nämlich im nächsten Schritt hingehen und die passenden Unternehmen raussuchen. Du musst dir nämlich bewusst sein, dass es ne, in unserer Pyramide Unternehmen gibt, die genau da sind, wo du gerade auch stehst. Ne? Die vielleicht nicht die allerhöchsten Auswahlkriterien haben, aber auch nicht die allerniedrigsten, sondern genau Leute wie dich suchen oder im Optimalfall Leute, die ein bisschen weiter sind als du, weil dann ist der nächste Schritt, du schickst bei Unternehmen, die eigentlich Leute suchen, die ein bisschen besser sind als du, Top-Bewerbungsunterlagen hin. Das heißt, dein Lebenslauf muss perfekt sein, dein Anschreiben muss perfekt sein und dann schaffst du es eben, dich auch gegen Bewerber durchzusetzen, die eigentlich vom Profil her ein bisschen besser sind als du und dann trotzdem zu diesen Interviews, zu diesen Praktika eingeladen wirst. Beispielsweise war das bei mir so, ich war nach meinem zweiten Semester schon im Vorstandsstab von der UBS im Praktikum, da waren die beiden anderen Praktikanten 25 und 26, ich war damals 19 Jahre jung, weil ich eben sehr, sehr gute Bewerbungsunterlagen abgeschickt hatte und dann haben die mir sogar im Vorstellungsgespräch gesagt, Herr Löbele, wir mussten sie einfach einladen, weil ihre Unterlagen so überzeugend waren. Und sowas kannst du eben auch erreichen, wenn du da alles richtig machst. Der finale Schritt ist dann das eigentliche Vorstellungsgespräch. Hier kann man sich auch sehr, sehr gut darauf vorbereiten, wenn man genau weiß, was für Fragen einem im Interview erwarten und wie man auf diese Fragen am besten antworten soll. Weil hier ist auch der große Vorteil, es gibt am Ende des Tages immer nur einen begrenzten Pool an möglichen Fragen, die dich erwarten können. Die Unternehmen denken sich jetzt auch nicht für jeden Bewerber komplett neue Fragen aus. Das heißt,
Wenn du weißt, was dich erwartet, wenn du weißt, wie du dich darauf vorbereiten kannst, dann kannst du auch hier die Wahrscheinlichkeit maximieren, aus einem Vorstellungsgespräch tatsächlich mit einem Angebot rauszukommen, weil wenn du die Person bist, die sich besser vorbereitet hat als alle anderen, bekommst am Ende des Tages auch du das Praktikum. Und was dann in dem Vertrag steht, den du bekommst, wenn du ein Praktikum bekommen hast, was also die Rahmenbedingungen von so einem Praktikum sind, das schauen wir uns jetzt direkt mal als nächstes an. Bei den Rahmenbedingungen gibt es jetzt zwei wichtige Punkte, über die wir sprechen müssen. Und zwar zum einen die Dauer von so einem Praktikum und zum zweiten, was man dort auch verdient. Ja, das sind zwei Sachen, die meisten Leute nicht so ganz verstehen. Zur Dauer muss gesagt werden, dass die meisten Praktika so zwischen 10 bis 12 Wochen gehen. Ja, das ist so die typische Dauer von einem Praktikum. Es kann sein, dass du Glück hast und das Praktikum auch kürzer bekommst, beispielsweise für 6 bis 8 Wochen. Das ist aber eigentlich wirklich die Minimalzeit für ein anständiges Praktikum. Es kann allerdings auch sein, dass einige Unternehmen, beispielsweise große Konzerne, die wirklich sehr viel Bewerbung bekommen, sagen, wir nehmen Praktikanten aus Prinzip erst ab 4 Monaten, ab 5 Monaten, ab 6 Monaten. Da muss man dann immer so ein bisschen gucken, wie lange man Zeit hat, was das Unternehmen fordert, auch wie gut du im Vorstellungsgespräch überzeugst, ne, wenn du so einen guten Eindruck gemacht hast, dass sie sagen, okay, wir wollen dich auf jeden Fall haben. Du sagst, ich habe nur 3 Monate Zeit, dann machen sie vielleicht eine Ausnahme und geben dir ein Praktikum für 12 Wochen anstatt für 20 Wochen. Im Regelfall sind, wie gesagt, 10 bis 12 Wochen. Und jetzt wird vielleicht der eine oder andere von euch sagen, ja David, ich habe doch gar nicht so lange Semesterferien. Nun, so geht das eigentlich fast jedem. Das heißt, in der Regel ist es so, wenn man ein Praktikum macht, dann geht das, vor allem wenn es länger ist, auch ein bisschen ins nächste Semester rein. Das ist allerdings kein Problem, wenn man weiß, wie man sich im Semester organisieren kann. Und wir wissen, Praktika sind sowieso viel wichtiger als die Noten. Von dem her sollte das eigentlich keine Excuse sein, keine Praktika zu machen. Zweiter Punkt, Thema Gehalt. Wie viel kann man in so einem Praktikum verdienen? Es hängt jetzt auch ein bisschen davon ab, wie hoch du in der Pyramide bist. Ganz oben verdienst du natürlich deutlich mehr als ganz unten. Du startest so in der Regel, sagen wir mal, wenn du bei einem Startup ein Praktikum machst, kann sein, es ist unbezahlt, es kann sein, du bekommst so 300 bis 450 Euro pro Monat. Es kann sein, dass du bis so 1000 Euro in etwa pro Monat bekommst. Drüber geht es dann in der Regel los bei kleineren Beratungen, bei kleineren Unternehmen, bei den Big Four beispielsweise bekommst du zwischen 1000 bis 1300 Euro pro Monat in etwa. Und wenn dann das Praktikum länger geht als 3 Monate, hast du immer ein Anrecht auf den gesetzlichen Mindestlohn, sprich da kommst du so bei brutto ca. 1700 Euro pro Monat raus. Und wenn wir dann bei den Unternehmen sind, die etwas höher in der Pyramide drin sind, sei es bei M&A-Boutiquen, bei Strategieberatungen, wo du natürlich vielleicht auch ab und zu ein bisschen mehr als nur die 40-Stunden-Woche arbeitest, da kann es sehr wahrscheinlich sein, dass auf deinem Praktikum, auf deinem Praktikantenvertrag 2.000 Euro, 2.500 Euro bis so 3.500 Euro Gehalt draufstehen. Ja, das ist so das, womit du für so ein typisches Praktikum im Monat an Gehalt rechnen kannst. Das heißt, wenn man dafür 3 Monate ein Praktikum macht für 2.000, 3.000 Euro pro Monat, kommt da natürlich auch schon direkt ein bisschen was bereits während des Studiums zusammen. Das waren sozusagen die Rahmenbedingungen, über die du auf jeden Fall Bescheid wissen solltest. Und dann würde ich sagen, schauen wir uns das nächste Mal an, was man denn in so einem typischen Praktikum eigentlich macht. In einem typischen Praktikum hast du ziemlich viele verschiedene Aufgaben. Und das ist jetzt etwas, das kann ich jetzt in diesem Video eigentlich gar nicht so detailliert anreißen. Dazu gibt es auf meinem Kanal viele andere Videos, wo wir mal darüber sprechen, was genau du beispielsweise in der Strategieberatung machst, was genau du im Investmentbanking machst, was genau du im Asset Management machst. Die findest du alle auf meinem Kanal. Einfach mal danach suchen. Wichtig ist, dass du verstehst, dass du als Praktikant, insbesondere in den höheren Praktika, wirklich ein vollwertiges Teammitglied bist und du auch tatsächlich eingeplant wirst als Praktikant. Beispielsweise in der Beratung ist es so, du wirst dem Kunden, wenn du auf einem Beraterprojekt bist, beim Kunden wirst du dem Kunden auch in Rechnung gestellt. Meistens sagen sie auch, dass du Praktikant bist. Ab und zu wirst du vielleicht auch so in Rechnung gestellt, wie du, wenn du schon ein richtiger Berater wärst. Das heißt, es wird auch von dir ordentlich was erwartet. Das heißt, du trägst Verantwortung, du kannst eigene kleine Projekte vorantreiben. In der Regel ist es aber so, man hat jemanden, den man fest zuarbeitet. Beispielsweise im Investmentbanking hast du als Analyst 1 bis 2 eigene Praktikanten im Optimalfall. Ist auch nicht überall so, hängt natürlich davon ab, ob du jetzt in Frankfurt oder in London bist. Aber es kann zum Beispiel schon gut sein, dass du einen Analyst hast, dem du zuarbeitest, für den du Recherchen machst, für den du PowerPoint-Präsentationen erstellst, für den du gewisse Analysen in Excel machst.
Solche Sachen können beispielsweise im Praktikum sein. Es kann sein, dass du im Business Development ein Praktikum machst bei einem Startup und du jemanden hast, der sozusagen deine Abteilung leitet und du hast ein, zwei kleine Projekte, die du vorantreibst und da einmal pro Woche irgendwie ein Reporting abgibst sozusagen. Ne? Dann kannst du dich da selbst so ein bisschen austoben, aber es wird immer von irgendwem Großen sozusagen drüber geschaut und dir wird gesagt, bewegst du dich gerade in die richtige Richtung oder in die falsche Richtung? Und ich muss sagen, ich fand es schon positiv erstaunlich, hätte ich eigentlich nicht erwartet bei meinen Praktika, wie viel Verantwortung man auch sehr früh bekommt. Also es ist jetzt nicht so, ich kenne eigentlich keinen Praktikanten, der wirklich nur Kaffee gekocht hat oder nur am Drucker stand für 8 Stunden am Tag die ganze Zeit, sondern in der Regel hat man wirklich auch verantwortungsvolle Sachen, die man machen muss. Natürlich hängt es jetzt immer davon ab, bei welcher Firma du das Praktikum machst, aber Praktika sind eigentlich immer eine sehr coole Erfahrung und je mehr du gibst, desto mehr bekommst du eigentlich. Auch dem, von dem her empfehlen wir es immer oder achten beispielsweise auch bei unseren Coaching-Programmen drauf, dass die Leute auch wirklich wissen, was sie erwartet, wenn sie in die Praktika reingehen, dass sie auch Ahnung haben von Excel, von PowerPoint, von typischen Tasks, die man am Anfang im Praktikum bekommt, weil wenn du in der ersten Woche im Praktikum bereits sehr gut unterwegs bist, dann bekommst du natürlich auch spannendere Aufgaben in den späteren Wochen und. Von dem her ist es sehr wichtig, dass du im Optimalfall im Praktikum am Anfang bereits einen Top-Eindruck hinterlässt. Damit haben wir so die wichtigsten Rahmenbedingungen abgehandelt, doch das Wichtigste fehlt, und zwar, woher weißt du denn, wo du wann welches Praktikum machen kannst? Und das schauen wir uns als Nächstes an. Wie findet man heraus, wo man wann welches Praktikum machen sollte? Das ist jetzt natürlich der Struggle, vor dem alle stehen, und das ist etwas ziemlich Schwieriges. Tendenziell lässt sich natürlich sagen, im Optimalfall kennst du irgendwie Leute, die in der Branche arbeiten, die dir genau sagen können, was wann zu tun ist. Es ist allerdings so, selbst wenn du irgendjemanden kennst, der bei dem Unternehmen arbeitet, wo du später auch hin möchtest, du weißt nie, ist er da hingekommen, weil er perfekt wusste, wie man da hinkommt, oder ist er da hingekommen, obwohl er nicht wusste, wie man da hinkommt. Beispielsweise können dir sehr, sehr viele Leute nicht genau sagen, wann man welches Praktikum in einer spezifischen Ausgangssituation im Optimalfall als allererstes machen sollte, welches Praktikum als zweites kommen sollte mit den Praktika, die du bisher gemacht hast, weil sie selbst ja ganz andere Praktika gemacht haben und das quasi nur an ihrem eigenen Leibe erlebt haben. Deshalb ist es meine Empfehlung, da mit Leuten zu sprechen, die wirklich auch einen großen Erfahrungsschatz haben und möglichst viele Leute bereits bei diesem Weg begleitet haben. Und genau das machen beispielsweise wir bei Pumpkin Careers. Wir haben inzwischen schon mit über 350 ambitionierten Studierenden im Rahmen unserer Coaching-Programme zusammengearbeitet, wo wir die Leute wirklich über mehrere Monate hinweg begleiten bei diesem Weg, dass wir wirklich immer genau im Rahmen der kostenfreien Status Quo-Analyse, die wir am Anfang anbieten, besprechen, okay, mit deiner aktuellen Ausgangslage ist das und das für dich ein nächster logischer Schritt. Und dann, wenn wir mit den Leuten länger zusammenarbeiten im Rahmen unserer Coaching-Programme, sehen wir, okay, mit dem Profil, mit optimierten Bewerbungsunterlagen hat er jetzt oder sie dieses und jenes Praktikum bekommen. Als Nächstes war dieses und jenes Praktikum drin. Das heißt, wir kriegen eben jeden Tag diesen sehr großen Erfahrungsschatz mit und können dadurch mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit vorhersagen, was für dich als Nächstes drin ist. Und wenn du da Lust drauf hast, wenn du das erfahren möchtest für dich, wie du mit maximaler Wahrscheinlichkeit deine Ziele erreichen kannst nach dem Studium, dass du genau weißt, wann kann ich welches Praktikum absolvieren und wie bekomme ich das, dann bewirb dich gerne auf diese von mir gerade eben angesprochene kostenfreie Status Quo-Analyse bei uns bei pumpkincareers.com. Ist direkt hier unter diesem Video auch verlinkt, unsere Webseite. Da haben wir ein kurzes Bewerbungsformular, wo wir schon mal grob deinen Status Quo abfragen, wo wir schon mal abfragen, was hast du bisher für Praktika gemacht, hast du schon welche gemacht, wo studierst du, wie sind deine Noten, was hast du für Engagements, was sind deine größten Probleme bisher, und dann können wir im Rahmen der kostenfreien Status Quo-Analyse mit dir genau besprechen, welche Schritte für dich als Nächstes möglich sind, welche Praktika, welche Unternehmen da am meisten Sinn machen und wie du diese Praktika eben bekommen kannst. Das heißt, das ist eine sehr, sehr gute Möglichkeit, um für sich selbst eben diesen Praktikumsweg während des Studiums aufzuzeigen. Von dem her bewirb dich da auf jeden Fall mal drauf, falls du es bisher noch nicht gemacht hast. Ansonsten abonniere auf jeden Fall diesen Kanal, bleib hier fleißig mit dabei und schalt natürlich auch im nächsten Video wieder ein. Bis dahin, viele Grüße, dein David.